think before you trash. Der Undertaker? Ja. Wie heißt er denn eigentlich? The Undertaker, ne? Ja, genau. Der hat sogar ein recht nettes Zimmer hier, ne? Haben die anderen nicht. Und er könnte sich theoretisch eine Hose anziehen. Das wollen wir auch nochmal festhalten. Ich glaube, einmal Gebet reicht. Überschwemmtes Klo. Ich warte immer nochmal auf den Schreckmoment, dass uns irgendjemand aus dem Klo anspringt. Aber nein, Gott sei Dank nicht. Ringe. Beten die jetzt alle hier? Oh mein Gott! Das Fenster ist bei dem kaputt. Ich meine, springen sollten wir nicht unbedingt, oder? Sind wir tot. Okay. Wenn die jetzt alle hier im Gebet... Das Fenster zum Hof, ja. Fenster zum Hof. Irgendwann greifen die uns nochmal an. Oh Gott, der hat die Tasche schon gepackt. Okay. Da liegt ein Kreuz auf dem... Oh, Entschuldigung. Oh, ein Bild von der Anstalt. Auch sehr schön. Sowas will ich unbedingt im Zimmer hängen haben. Eben schon wieder nicht aufmachen. Ich will die eigentlich nur leise aufmachen. Ich will die ja nicht stören, wenn die im Gebet sind. Ah, Dokument. Noch eins lesen. Komm, eins lesen wir noch. Eins lesen wir noch. Rosen wurden euch Männern vom Matriarchat aufgezwungen. Ja, klar. Das Gebiete der Anstand. Das Evangelium von Judas. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Okay. Genau, damit... Kleider sind viel bequemer. Ihr dürft auch gern Kleider tragen. Haben wir Frauen auch nichts dagegen. Kein Ding. Mann zu. Warte. Wir haben 10 von 10. Wir laden mal eben nach, weil sonst verschwenden wir, glaube ich, eine. Sehr gut.
Die Frage ist, wir könnten theoretisch mal versuchen, durch das Fenster zu springen, ne? Aber ob ich das jetzt noch machen möchte, ich glaube eher nicht. Oh, müssen wir durchs Fenster springen? Müssen wir durchs Fenster springen? Das war jetzt der einzige Weg, oder? Hier ist sonst nichts weiter. Wir waren jetzt hier sonst überall drin. Ich glaube, wir müssen durchs Fenster springen. Die Frauen wollen immer die Hosen anhaben. Oh nein. Zumindest würden wir euch nicht das Gefühl dafür geben. Das macht nur unterschwellig. Ja, nicht unbedingt springen. Ich will ja auch nicht springen, weil das ist mir zu hoch. Aber ich frage mich jetzt gerade, warte mal. Wir können uns darüber hangeln, glaube ich. Okay, ich versuch's mal. Versuch's mal. Geht. Oh, Gott sei Dank. Schön. Ich sollte nicht unbedingt nach unten gucken. God hates sickness. Sollten wir das aufnehmen? Seite. Oh. Und das ist die Tür, durch die der andere vorhin gegangen ist. Die Musik schwillt an. God hates money. Krankheit, Geld. Always provides a way. Ich glaube, ich will nicht hier sein. Das sind unsere Freunde, oder? Die wollten uns umbringen. Ich glaube. Ja, ich muss so filmen, ne? Entschuldigung. Ich müsste die Kamera das so halten, so. Okay. Hi, Jungs. Na, beste Freunde? High five? Okay. Gemacht. Was für ein schrecklicher Tod. Die Leidenschaft von Vater Martin. Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen.
Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es in der ganzen Welt verkünden. Achso, weil das in der Kirche ist, dürfen die mich... Der ist sogar beschnitten, also bitte, so genau habe ich nicht hingeguckt. Ob die nackt sein dürfen in der Kirche? Bin ich so ein eifriger Kirchengänger. Vielleicht wäre das mal ein Grund, sonntags hinzugehen. Ich filme das mal alles, ich bin von der Bild. So, den Schlüssel. Wie soll den Schlüssel nehmen? Um den Schlüssel für den Aufzug zu nehmen. Der Aufzug bringt dich zum Hauptausgang. Okay, lassen uns die Jungs. Wir können aber hier auch nicht weiter, ne? Nein. Aber wofür? Wofür dieser ganze Wahnsinn, ey? Jungs, wie sieht's aus? Kaira sagt, das ist hier in der Kirche, hier darf man niemanden schlagen. Hey! Also er würde gerne. Okay. Macht's gut, Jungs. Okay. Aufzug war doch hier, ne? Ne, müssen wir jetzt den Weg wieder zurücklaufen? Vielleicht sollten die mir mal eben sagen, wo ich lang muss. Jungs, Aufzug? Ach, hier, haha, runter, hängt, alles klar. Hexenverbrennung, Hexerverbrennung, ja, genau. Lizzie van der Bild, ja, genau, ich bin van der Bild. Ich habe genau hingeschaut, ich habe nicht genau hingeschaut. Aber vielleicht gucke ich mir das nachher nochmal in Ruhe. Ich will da nicht so direkt drauf filmen. Das ist doch auf YouTube bestimmt nicht erlaubt. Und wenn ich es auf YouTube noch hochladen will, kriege ich Ärger. Habe ich jetzt hier eigentlich einen Freifahrtschein? Nein, habe ich nicht. Mach auf die Tür. Die Tür, mach weit. Ich bin der Herr der Herrlichkeit. Nein, du sollst runtergehen. Ach, Idiot. Tschüss. Ich habe einen Freifahrtschein. Ich darf das. Oh, Kacke. Kacke, 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 Kacke. Wo war der scheiß Aufzug? Ich weiß nicht, wo der Aufzug war. Hier irgendwo, ne? Nee, Hau ab! Hau ab! Hier war doch... Wir sind da runtergekommen irgendwo, ne? Deck mich! Was tust du? Och, das darf doch nicht wahr sein. Mann, das ist ja so ein Blick, ey. Röntgenblick oder was? Hm.
Da. Da. Und hoch mit dir. Hoch. Zieh die Beine ein. Das machen wir erstmal nach. Okay, warte mal. Irgendwo da war der Aufzug, ne? Warte mal, ist da der Aufzug? Ich glaube ja, ne? Oder? Da ist auf jeden Fall das Treppenhaus. Da muss der Aufzug irgendwo sein. Wo ist der denn jetzt gerade durchgebrochen? Ich bin jetzt hier oben doch gerade sicher. Der kommt hier garantiert nicht hoch, oder? Aber ich komme hier auch nicht weg, also... Nein! Nein, lass mal bitte los. Hallo? Okay, ich komme hier um. Hä? Ich will hier runter. Alles klar. Da ist der Aufzug. Da ist der Aufzug. Vater Martin hat gesagt, ich darf weg. Finde einen anderen Weg nach draußen? Ist das ein Unendlichkeitsspiel? Miss Madel guckt auch immer so im Aufzug. So habe ich in Japan eine U-Bahn geguckt. Oh Gott. Ach, komisch. Guck mal an hier. Ach nee, das ist glaube ich automatisch, ne? Ja, toll. Das ist eine Endlosschleife. Ist das Eis oder Salz? Salz wahrscheinlich. Ich glaube, Salz ist es, ne? Wo sind wir hier? Ich habe das Endgame erreicht. Was? Oh, Entschuldigung. Das war... Entschuldigung. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Gebildet. Endlich sagt's mal jemand. Unter dem Berg. Scheiße. Wer auch immer meine Leiche findet, trauen Sie keinem und sagen Sie es allen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das behaupten nur Verrückte. Aber ich bin so zurechnungsfähig, wie es die Welt erlaubt, und ich habe eine Kamera voller Beweise. Das ist kein Evangelium. Es ist ein absurder Spott. Lassen Sie die Welt wissen, dass das Murkoffs Fehler ist. Begraben Sie diese Bastarde mit meiner verstümmelten Leiche. Was? Aber hier ist ein Büro richtig eingerichtet. Scheiße. Da gucken wir gleich mal eben hin. Ach komm, wir gucken jetzt mal. Es kann ja nicht mehr so lange dauern. Jetzt ziehen wir es durch. Verdammt nochmal. Der Stolz des Wissens. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus von Mary Shelley, 1818 anonym veröffentlicht. Kapitel 23, Auszug. Oh Mensch, so rief ich, wie verblendet verharrest du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignetere Schritte nachzusinnen.
Trotzdem eben nochmal um. Menschenpuzzle? Batterie. Warum finde ich jetzt eine Batterie? Hm? Ha? Ich kann keine Batterie mehr tragen. Sind das Einschusslöcher? Das nicht. Okay. Gott, was erwartet uns jetzt hier noch? Tja, was soll's, komm. Wenn ich so sehe, wie die hier verstümmelt sind und zugerichtet sind, dem möchte ich nicht begegnen. Ist das eine Tür? Ja, aber nichts zum Öffnen, ne? Oh, Entschuldigung. Morphogenic Engine Chambers, okay. Vollkommen zerfetzt hier. Okay, wir wollen anscheinend dazu nichts sagen, schreiben, machen, tun, was auch immer. Eine Grünpflanze! Oh oh! Oh Gott. Diese Störungen, diese Interferenzen heißt immer, dass irgendwas ist, ne? Das ist irgendwie der Warrider. Moment. So viel zu Hosen anhaben, das ziehen wir jetzt durch. Das kann ja nicht mehr so lange dauern, oder? Mal ehrlich. Was haben wir hier? Obduktion nach dem Tod. Projekt Warrider. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten der Merkoff Corporation zu entsprechen. Autor Jennifer Rowland, Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines Warrider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen, mit ähnlichen Effekten wie beim menschlichen Wachstumshormon, aber nichts, was auf die stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen, werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen, mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Spermaproteinen basiert. Aha! Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Merkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Was? Resident Evil 7 Flashbacks. Nicht beschweren, muss das dann genießen. Genau. Ja. Minimal Umbrella da unten. Ja. Kann schon hinkommen, ne? Salzminengezeugs. Genau, Herr Rainbird müsste eigentlich ausschalten. Du kommst nicht so weit, du ziehst das durch, bitte. Ohne Hosen und mit vielen Windeln. Okay. Was, ey? Vom Durchspielen war keine Rede, aber hallo. Das gehört dazu.
Sonst kriegst du einen Anruf und dann weißt du ja, in 7 Tagen ist man dann tot. Ja. Da vorne ist es richtig schön rotblutig. Da will ich unbedingt hin. Huch. Laufe ich so komisch? Ja, ich laufe so komisch. Oh, flüssiges Nitrogen. Ist auch schön. Freiheit! 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 Wow! Da geht die Tür auf. Weil wir sonst keine andere Möglichkeit haben. Wetten. Da geht's raus. Da werden aber auch die Interferenzen größer. Ich will mal gucken, was... Die Musik wird zu hektisch, das mag ich nicht. Warum wird das jetzt so hektisch? Okay. Wir haben eine Formel geklaut. Morphogenetische Formel. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus, programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige wenige Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernicke. Ich bin ihm noch verschuldig? Nein? Was? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir wollen keine Experimente durchführen. Warum ist die Musik so hektisch? Okay, wir kriegen das hin. Oh nein, Kaira muss ganz dringend Pipi machen. Soll ich mir ein bisschen Tee einschenken? Das macht so gemeine Geräusche. Nein, das mache ich nicht. Das ist gemein. Eine Pipi-Pause. Wie lange dauert das denn jetzt hier noch? Sonst würde ich ja auch sagen, wir machen jetzt Feierabend. Was? Geh weg! Was ist das? Tote Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht eine andere gefunden hast. Chris Walker? Okay. Puh. Es geht noch eine Weile. Ja, ich glaube, dann machen wir jetzt Feierabend. Es reicht für heute. Kaira kann Pipi machen. Und ich kann wieder ganz viel Aufregung sammeln für nächste Woche. Dienstag werden wir dann hoffentlich Outlast endlich schaffen, weil ich glaube... Aber der war auf unserer Seite, der hat uns geholfen. War da so viel unten, genau? Aiden? Hat sich jemand Püree bestellt?
Dann wäre das Hauptspiel kürzer als Whistleblower und Soil and Green Püree. Ja, lecker. Gib's morgen. Nicht fragen, Lizzie. Okay, ich frag nicht. Aber dann machen wir jetzt hier Feierabend. Es ist, ich spiele das jetzt fast 3 Stunden. Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen, dass ich 3 Stunden Outlast spiele. Und wenn ich jetzt aufhöre, speichern und beenden, dann müssten wir hier wieder starten. Oh, gut. Ja, Whistleblower ist so lang. Kyra, du wolltest es spielen. Viel Spaß damit. Oh Gott, ich glaube, es reicht jetzt. Okay, wir speichern jetzt und willst du wirklich beenden? Ja, ich spiele jetzt fast 3 Stunden und ich denke mir mal, das reicht dann auf jeden Fall.